Wir haben hier nämlich die Schwierigkeit, dass wir mit vielfältigen Überlagerungen rechnen müssen. Es ist so, dass wir in unserem Bereich zunächst mal in der Nordseeküste die Megalithiker gehabt haben, ein Volk unterschiedlich von den Indogermanen mit einer eigenen Sprache, einer eigenen Zählweise, nämlich der Zwölferrechnung, nicht der Zehnerrechnung, die wir haben. Bei uns kennen wir das noch im Dutzend, das sind 12 oder Schock, das sind 24. Und die Bedeutung von 12 und 24 taucht immer wieder auf. Sie waren unterschiedlich von den Indogermanen, die eine Zehnerrechnung hatten und natürlich in manchen Dingen sicherlich auch einen anderen Festkalender. Das heißt, schon beim Entstehen der Germanen, die aus diesen beiden Volksgruppen entstanden sind, musste man irgendeinen Kompromiss eingehen. Dann haben wir ja nicht nur dieses urgermanische Gebiet. Wir haben die Tatsache, dass die Germanen ausgeströmt sind auf keltische Gebiete. Und die Germanen haben das eben anders gesehen als die Juden, die dann eifernd überall, wo sie hingezogen sind, ihren Glauben meinten, verbreiten zu müssen, weil dann der alleinige Gott dort also da war. Die Bevölkerung wurde ausgerottet und der Kult des eigenen Gottes wurde installiert. Oder auch wieder Islam. Die Germanen waren religiös duldsam und haben deswegen natürlich auch von den Kelten Feste übernommen, Feiern übernommen. Das ist die zweite Überlieferungsstufe. Wir haben dann einen gewissen Einfluss aus dem römischen Weltreich, weil dort Handel war. Das wird sich aber nicht so weit ausgedehnt haben. Das ist die große Tat des Arminius, der Varus geschlagen hat und damit der Romanisierung unseres Landes einen Riegel vorgeschoben hat. Wir haben dann aber später das Christentum. Und das Christentum hat wiederum gewirkt in zweierlei Hinsicht. Einmal, indem sie originalchristliche Feste, es gibt deren allerdings nur wenige, genommen haben und dann bei uns eingeführt haben. Aber in einem anderen Bereich noch, in dem die Christen eben, um sich das Volk leichter gefügig zu machen, heidnische Feste christianisiert hatten. Und da sie zunächst im Frankenbereich waren, waren das oftmals keltische Feste, die sie dann christianisiert hatten, mit einem christlichen Anstrich übersehen hatten und dann als christliche Feste nach Deutschland brachten, sodass sie dann hier auch als christliche Feste wirkten. Das heißt, wir haben diese ganzen Überlieferungen. Und das wäre ja nun schon schwierig genug, nur da kommt dann noch was weiteres dazu. Wir hatten bis ins Mittelalter, bis ins 16. Jahrhundert, den julianischen Kalender. Und der julianische Kalender war nicht so genau wie unser jetziger, heutiger Kalender. Was hatte das zur Bedeutung? Dass die längste Nacht beispielsweise laufend wanderte. Die längste Nacht, die also noch auf dem 20. bis 21.12. gelegen hatte, um 200 nach der üblichen Zeitrechnung, lag um 1400, 1500 auf dem 13.12. aufgrund dieser julianischen falschen Kalenderbeziehung. Das heißt, die längste Nacht wanderte immer weiter vor. Und alles das, was heute im Lucia-Brauchtum in Schweden lebt, das heißt also diese Lichtbraut, die dort geht, mit den Kerzen auf den Haaren, wir kennen das ja heute alles, das ist nicht vorweihnachtliches Brauchtum, das ist originales Sonnenwendbrauchtum. Es hat also mit der längsten Nacht zu tun, die nämlich zu dem Zeitpunkt, als dann die Kalenderreform kam und man das alles umgestellt hat, zu diesem Zeitpunkt dann dort blieb. Das war eben gerade zu dem Zeitpunkt, als umgestellt war, war die längste Nacht der 13. und hat man es auch am 13. gelassen. Das wäre ja nun auch noch einigermaßen beherrschbar, aber dann gibt es eine weitere Schwierigkeit. Es ist ja der Schwierigkeiten nicht genug. Man hat eine Kalenderumstellung gemacht, ein Papst hat das gemacht und wie das bei Päpsten so zu sein pflegt, sie machen es nicht richtig. Sie hätten nämlich korrigieren müssen 14 Tage, sie haben aber nur 10 Tage korrigiert. Und das bedeutet, dass wir Weihnachten heute nicht auf dem 20. feiern, die Heilige Nacht ist also nicht die 20.12., sondern der 24.12. Das liegt an dieser falschen Kalenderreform. Der hat sich da ein paar Berater geholt, was kommt bei päpstlichen Beratern raus, nichts Gutes. Die haben gesagt, ja, wenn man die und die Tage abstreicht dann, und beziehungsweise hinzufügt, dann klappt das also, aber es klappte eben nicht. 4 Tage lag es verkehrt, die Wintersonnenwende war nicht richtig getroffen, aber damit müssen wir heute leben. Denn ursprünglich gesehen war dieser Christtermin, der angebliche Christgeburtstermin, niemand weiß, wann er geboren wurde, es gab dann, in der Bibel steht es nicht drin, es gab um 300 etwa 25 verschiedene Theorien, wann er geboren war. Es gab den Mithraskult, den Sonnenkult und da hat man also gesagt, um den zu bekämpfen, der wird auf die Wintersonnengeburt gelegt. Genau das hat man dann also auch getan. Also hätte oder müsste
die Geburt des Jesulein eigentlich am 20. gefeiert werden, weil nämlich laut Dekret des Papstes das auf die Wintersonnenwende verlegt war und die ist nun mal eben nicht am 24. Aber durch diese ganzen Kalender-Dinge ist das also verschoben worden. Eine weitere Schwierigkeit, immer wenn was Neues eingeführt wird, gibt es ein paar Konservative, die dagegen sind. Das bedeutet also, wenn also der Termin plötzlich verlegt wurde im Mittelalter, als er plötzlich 10 Tage letztlich umgeschoben wurden, ja, da haben sich viele gesagt, das machen wir aber nicht mit. Das kommt gar nicht in Frage. In manchen Gebieten waren es auch nur 9 Tage. Und deswegen haben beispielsweise das die St. Veitsfeuer. Die finden am 15.06. statt und da gibt es dann große Theorien, mit welchen germanischen Dingen das zu tun hat und. Ja, das sind die alten Sonnenwendfeier, die aber eben zum Mittelalter auf dem längsten Tag und auf der kürzesten Nacht gefeiert wurden. Das war eben zum Zeitpunkt dieser Kalenderreform gerade der 15.06. Deswegen war es auch sinnvoll, das am 15.06. zu feiern. Und nun wurde das umgestellt, der Kalender, und haben die gesagt, nee, wir haben im letzten und im vorletzten und vorverletzten Jahr immer am 15. gefeiert, das machen wir jetzt auch weiterhin so. Und dann wurde weiter am 15. das Sonnenfeuer gemacht. So, und nicht am 24., wo es ja auch nicht richtig lag. Also insofern konnte man auch sagen, dann können wir auch den alten Brauch beibehalten. Der stimmte nicht genau mit der Sonnenwende überein. Der neue mit dem Johannesfeuer am 24. stimmte auch nicht überein. Also was soll's. Das heißt also, das konservative Weiterlaufen von alten Festterminen muss auch berücksichtigt werden. Und wenn man das alles einbezieht, dann sieht man, wie schwierig die ganze Sache ist. Und dann sieht man weiterhin, wie leicht es sich viele im heidnischen Bereich machen, wenn sie also jetzt die heidnischen Feste angehen und die heidnischen Festzeiten angehen. Da wird dann also oftmals sehr vorschnell und sehr eilfertig von irgendwelchen Festterminen geredet, von Menschen, die eigentlich das gar nicht richtig verstehen. Über heidnische Festzeiten kann man eigentlich nur mitreden, wenn man von Otto Siegfried Reuter die germanische Himmelskunde gelesen hat. Da ist nicht nur über Sternbilder was drin, sondern da ist eben auch sehr viel über Mondwechsel drin, über das Sonnenjahr und das Mondjahr, die Harmonisierung von Sonnen- und Mondjahr. Es ist nicht alles richtig, was da drin steht. Es gibt ja auch den Forschungsstand wieder von vor 60 Jahren. Aber es hat niemand hinterher sich wieder so intensiv und niemand vorher so intensiv mit diesen Dingen befasst. Und da natürlich sich die Festzeiten nach dem Jahreslauf und nach den Gestirnen richteten, kommen dort auch große Abschnitte vor, die sich mit den germanischen Festzeiten befassen. Ich werde darauf im Einzelnen noch eingehen. Wir haben in der heidnischen Szene nach 1945 zunächst mal eine Verpönung des Germanischen gehabt. Das lag ganz einfach daran, dass das Germanentum im Dritten Reich hochgehalten wurde und alles das, was damals hochgehalten wurde, mit Ausnahme des Autobahnbaus, hat man dann ins Gegenteil verkehrt. Also Autobahnen sind weitergebaut worden und erstaunlicherweise haben die Grünen, also ich habe es jedenfalls noch nicht gelesen, noch nicht als Argument gegen den Autobahnbau angeführt, dass der von Adolf Hitler eingeführt worden sei. An sich wäre das logisch als Argument, weil das nämlich von allen Dingen immer so als Argument gebracht wird. Das heißt also, wir haben eine totale Bekämpfung des Germanischen gehabt nach 45 und viele Heiden haben also nicht dieses Kampfprinzip gesehen, so wie es Fichte gesehen hat, sondern die haben sich dem gebeugt und sind dann ausgewichen und dann war das Keltentum groß im Kurs. Dann hat man gesagt, na, die Kelten, die waren ja nun den Germanen benachbart und die werden halt auch die ähnlichen Bräuche und den ähnlichen Kult gehabt haben. Bei den Germanen hieß es Goden, bei den Kelten hieß es Druiden. Also ist das ja dann wohl eine Sache, die als solche praktisch unser Denken nicht negativ beeinflussen könnte. Man hat dann also zunächst mal nur von Keltisch gesprochen. Und dann so allmählich, als der Krieg so ein bisschen weiter weg war, hat man von Keltisch-Germanisch gesprochen und hat dann alles zusammen gemixt. Nicht nur so, sondern auch in den Festzeiten. Das heißt also, es ist so gewesen, dass wir Festzeiten gehabt haben, die keltischen Feste, 1. Februar, 1. Mai, 1. August, 1. November. Das ist dokumentiert durch eine Vielzahl von Schriftstellern im Keltentum. Das Keltentum ist ja durch die Römer beschrieben worden und die haben diese keltischen Feste benannt. Sie haben auch die keltischen Namen dafür genannt und diese Feste lagen also auf dem 1.2., dem 1.5., dem 1.8. und dem 1.11. Die Kelten haben nicht die Sommersonnenwende gefeiert, die Kelten haben nicht die Wintersonnenwende gefeiert. Und wenn sich da heute irgendwelche weißgewandeten Druiden in Stonehenge zur Mittsommernacht treffen, dann ist das Mummenschanz. Also einmal haben die keine Kapuzen getragen im Kult, der Ku Klux Klan hat sowas, aber die keltischen oder germanischen oder sonstigen Priester haben das nicht gehabt. Man ist dem Göttlichen, wie das ja auch in den Kirchen heute noch ist, man nimmt den Hut ab in der Kirche,
Man ist dem Göttlichen begegnet, ohne also etwas aufzusetzen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir im keltischen Bereich eben für diese Festzeiten, die germanischen Festzeiten, die Sommersonnenwende und andere, nichts haben. Wir haben also vier Hauptfeste bei den Kelten, die dann auch bestimmten Göttern zugeordnet worden waren. Und diese Feste sind dann eingebaut worden in den Festkreislauf von Heiden, beispielsweise bei den Amanen oder bei anderen Gruppen. Erste, zweite, erste, fünfte, erste, achte, erste, elfte. Das bedeutet, dass die Heiden das feiern. Richtig ist, dass die Kirche eigentlich mit diesen Tagen furchtbar wenig zu tun hat. Die haben das dann alles so ein bisschen christianisiert. Es wurde also das Walpurgisfest auf die 30.04. und 1.05. gelegt. Das heißt also, ein Fest nach der heiligen Walpurga, von der man eigentlich recht wenig weiß. Wir kennen noch das Aufstellen der Maibäume zu dieser Zeit. Es ist also verchristlicht worden, dieses Maifest. Das größte und bedeutsamste keltische Fest war das Fest zum November, 1.11. und 2.11. Es war ein Totengedenkfest, ein Gedenken für die Ahnen und ein Gedenken für die Verstorbenen der eigenen Gemeinschaft. Und das hat die Kirche genau mit diesem Sinn übernommen, nämlich als aller Seelen und aller Heiligen. Da wird dann also in der eigenen Vorfahren gedacht und man ist dann da, dass man also diese Feste dann eben am selben Datum feiert, mit derselben Bedeutung, aber etwas christianisiert. Viele andere Dinge sind da auch geblieben, beispielsweise das Aufstellen von Lichtern. Das war üblich zu diesen Festen, das wissen wir bei den Kelten. Alles das ist also in etwas christlicher Tünche versehen worden und war dann da. Wir haben also diese vier keltischen Festzeiten. Und manche heidnischen Gruppierungen haben dann gesagt, gut, das sind die vier keltischen, wir sind keltisch-germanisch und da ist ein Teil der Überlieferung und jetzt packen wir die vier germanischen dazu. Wir feiern also achtmal im Jahr. Diese acht Feste waren dann Ostern, ein Termin im Herbst als Erntedankfest, die Mitsommernacht und die Mitwinternacht, Jul. Da hatte man dann also vier Feste aus dem germanischen Bereich, die man übernommen hat. Und wo man gesagt hat, so, das feiern wir also auch. Vier Feste bei den Kelten, vier Feste bei den Germanen, zusammen also acht. Das wird alles gefeiert. Das ist eine Sache, die so natürlich nicht geht. Man muss sich schon entscheiden, für welchen Festkalender man sich aussprechen möchte. Es geht nicht zu sagen, wir sind keltisch-germanisch und wir feiern alle Feste, denn dann ist letztlich der Sinn dieser Feste völlig entleert. Wir haben nämlich bei vielen der keltischen Feste dieselbe Bedeutung wie die beiden germanischen Festen, nur eben verschoben. Das liegt ganz einfach daran, dass die Kelten weiter südlich saßen, dort die Vegetation im Frühjahr viel früher hochkam, deswegen natürlich auch viel früher der Frühling beispielsweise gefeiert wurde und von daher sich dann alles verschoben hat nach vorne. Das keltische Fest zum 1.11. entspricht genau dem germanischen Fest zur Mittwinterzeit. Es ist nicht genau so gefeiert worden. Es gab da auch sicherlich unterschiedliche Bräuche. Aber von der Bedeutung her, von der Grundbedeutung her, von einer der wesentlichen Grundbedeutungen her, hat es mit Jul zu tun. Nämlich Jul war zunächst einmal ein Ahnengedenkfest. Es wurde der Ahnen gedacht. Das weiß man noch in Schweden. Dort war es so, dass beispielsweise der Fußboden mit Stroh belegt wurde und die Betten wurden geräumt. Und in den heiligen Nächten um Jul, da legte sich die Familie in Stroh auf den Fußboden, die Betten wurden für die Toten geräumt, die toten Ahnen, die zu Gast geladen wurden in dieser Zeit, die man willkommen geheißen hat, denen man Speise und Trank hingestellt hat, für die Lichter aufgestellt wurden. Das heißt also, es war zunächst einmal ein Ahnengedenkfest, genauso wie das keltische Fest zum 1.12. Das ist nur ein Beispiel, das den Symbolismus zeigt und die Vergleichbarkeit zeigt. Ein anderes ist, wir haben das ja hier gesehen, ganz sinnbildhaft, das 1.5. und die Sommersonnenwende. 1. Mai und Sommersonnenwende stimmen überein, in manchem in der Bedeutung, nicht im allen, nicht im Sonnenbrauchtum, aber in einem anderen Brauchtum, nämlich im Paarbindungsbrauchtum. Das spielt noch nach in dieser ganzen Hexengeschichte und in den Dingen, die Hexen auf dem Blocksberg treiben sollen mit dem Teufel in der Nacht, in der Walpurgisnacht. Alle diese Dinge spielen damit hinein. Das ist eben dieses Paarbindungsverhalten, was dann von der christlichen Kirche dämonisiert worden ist, abgewertet worden ist, ins rein Sexuelle hineingeschoben worden ist, was aber ursprünglich im keltischen Bereich eben der germanischen Mitsommernacht, dieser Paarbindungsnacht, entsprach.
Das Sonnenbrauchtum haben wir nicht, das ging eben auch nicht, weil die Sonne zu dem Zeitpunkt ja keinen besonderen Stand erreicht hat. Aber was wir weiterhin haben, ist die Setzung eines Baumes. Der Baum wurde gesetzt am 1. Mai als Maibaum und der Baum wurde gesetzt, beispielsweise im Harz noch erhalten, als Mitsommerstange, als Johannisbaum, in Schweden auch noch erhalten und in der Zeit dazwischen teilweise auch, so beispielsweise in Ostfriesland oder im Questenberg zu Pfingsten. Questenberg, weiß man, wo wir also auch das Symbol der Queste hier haben, da weiß man, dass ursprünglich dieser Questenbaum aufgestellt wurde zur Mitsommerzeit. Das wurde dann aber auf Pfingsten verlegt, weil man da einfach freie Tage hatte. Mitsommer war ja kein Fest mehr in kirchlicher Zeit. Es gab zwar den Johannistag, das war aber kein kirchliches Fest. Und deswegen war es so, dass man da nur hätte abends feiern können und eine solche große Aktion wie das Aufstellen einer gewaltigen Eiche, das konnte man eben nicht an einem Tag bewerkstelligen. Dazu brauchte man einige freie Tage. Deswegen hat man das auf Pfingsten vorverlegt. Das heißt, man kann sich jetzt nicht hinstellen und sagen, es wurde gefeiert, weil die Germanen feierten zum 1. Mai. Die Germanen feierten um die Zeit Pfingsten, das nennt man dann Hohe Main und sagt, das ist ein anderes, weiteres germanisches Fest und sie feierten zur Sommersonnenwende. Das haben wir dann gleich schon mal drei germanische Feste in der Zeit vom 1. Mai bis 21.06. Das geht nicht, sondern letztlich ist jedes dieser Feste mit dem anderen parallel zu setzen. Was bedeutet, man muss sich für eins der Feste entscheiden. Es ist abstrus, einen Maibaum am 1. Mai aufzustellen, zu Pfingsten vielleicht noch einen Questenbaum und zu Mitsommer einen Johannisbaum. Hat man auch nirgendwo gemacht. Das heißt, man hat entweder den Baum aufgestellt zum Mai und das hat man meist in den Gebieten gemacht, die ursprünglich keltisch waren. Da haben die Germanen einfach dann diesen keltischen Zeitbaum der Baumerrichtung übernommen. Oder man hat ihn eben aufgestellt zu Mitsommer und manche haben dann dazwischen diesen Kompromiss Pfingsten genommen und haben dann den Baum aufgestellt. Dass das so war, sieht man daran, dass also dieser Baum ursprünglich gesehen ein ganzes Jahr gestanden hat, auch das weiß man im Brauchtum, und erst dann im nächsten Feuer verbrannt worden, wenn ein neuer errichtet worden ist. Das heißt also, wir haben keine Baumerrichtung im Mai, wäre auch völlig unsinnig, da müsste man den Baum wieder abreißen. Was soll man auch den Baum wieder abreißen, wenn man dann also zu Mitsommer wieder einen Baum aufstellt? Absolut absurd anzunehmen. Man könne also zu Mai einen aufstellen oder die hätten zu Mai einen aufgestellt und zu Mitsommer auch. Wir müssen uns also entscheiden. Wir können also nicht sagen, aus dem gesamten Sammelsurium, die Bräuche, die wir hier haben, können wir uns nicht hinstellen und sagen, wir nehmen alles, wir stellen also einen Maibaum auf und wir stellen einen Mitsommerbaum auf. Das ist letztlich leere Hülse. Wir müssen uns für eine Sache entscheiden und wir in der Artgemeinschaft haben uns entschieden. Wir sind nicht keltisch-germanisch, das muss ich immer ganz klar sagen. Und ich will da ein Wort von Felix Dahn übernehmen. Ich hasse das Wort christlich-germanisch, denn was christlich ist, ist nicht germanisch und was germanisch ist, ist nicht christlich. Ich sage, ich hasse das Wort keltisch-germanisch, denn was keltisch ist, ist nicht germanisch und was germanisch ist, ist nicht keltisch. Sie haben manches, was auf die urindogermanische Zeit zurückgeht, aber ursprünglich gesehen ist es eben anders und ist es verschieden. Und man muss entweder die keltische Tradition pflegen und da muss man zum 1., 2., 1., 5., 1., 8. und 1. 11. feiern und Mitsommer geht einem nichts an und Jul geht einem nichts an oder aber man muss feiern zu den germanischen Festzeiten. Wir haben uns da ganz klar entschieden. Also, festgestellt, das Brauchtum, so wie es heute lebt, kann uns nur einen groben Anhaltspunkt bieten, weil es teilweise christlich beeinflusst ist, teilweise keltisch, teilweise anders. Das Brauchtum, was wir suchen, ist germanisch. Und dann macht es dann schwierig. Aber ganz so schwierig, wie er am Anfang gesagt hat, ist es doch nicht. Denn wir können durch die Parallelsetzung, ich habe das hier bei den Bäumen gemacht, können wir dann also viele Dinge, als die zunächst mal so verwirrend sehen, wo wir eine Vielzahl von Daten haben, viele Dinge, wo wir eine Vielzahl von Daten haben, können wir dann zuordnen. Wir haben also diese Dinge zugeordnet, oder wir können diese Dinge zuordnen, beispielsweise beim Jahresanfang. Es gibt so verschiedene Bräuche. Mädchen wollen immer gerne wissen, wann sie heiraten werden. Und dazu gab es also das sogenannte Schuhorakel. Es gab auch andere Orakel, ob man also außer Haus gehen würde, das heißt also in einen neuen Haushalt gehen würde, das wurde geworfen. Oder man hat sich ausgezogen, nackig und hat dann sich überlegt, also im Traum erscheint mir dann also der Zukünftige oder was auch immer. Das machte natürlich immer nur Sinn zu Beginn eines neuen Jahres. Also muss man jetzt einfach gucken, wann wurden diese Bräuche, die ansonsten keine Rolle spielen, also egal ob Mädchen oder nicht, aber ich glaube nicht, dass man damit also nur die Zukunft erfahren kann. Aber diese Bräuche sind interessant aus diesem Grunde, wann wurden sie gemacht?
Und sie wurden gemacht, erstens zum 30.11. Was war der 30.11.? Das war früher mal Ende des Kirchenjahres. Das heißt also, da begann ein neues Kirchenjahr am 1.12. Das heißt, in der Nacht vom 30.11. auf den 1.12. wurden diese Hochzeitsorakel gemacht. Wann wurden sie weiterhin gemacht? In der Nacht vom 20. auf den 21., den sogenannten Thomastag oder Thomasnacht, die alte Mittwinternacht, die originale Mittwinternacht. Wann wurden sie weiterhin gemacht? 31.12., 1.1., das ist der römische Jahresbeginn. Da hat man in Rom das Jahr begonnen und da machen ja heute noch manche Bleigießen und Ähnliches, um die Zukunft zu erfragen. Das heißt, wir haben letztlich drei Termine für die Orakel, nicht im selben Bereich. Das heißt also, meinetwegen in Thüringen oder in Sachsen oder in einer kleinen Ecke von Westfalen wurde jeweils immer nur zu einem bestimmten Termin dieses Orakel gefeiert. Da hat man also nicht dreimal dieses Orakel befragt, also an der und der Nacht, sondern je nachdem, wie die Überlieferung war, wo man also den eigentlichen Jahresanfang sah, da wurde dann gefeiert. Aber durch diese Parallelsetzung kann man dann eben sehen, aha, letztlich sind diese Termine irgendwo, gehören die zusammen und Bräuche auf diese Termine, die könnten dann eben auch zusammengehören. Damit kommt man dem allen schon etwas näher. Befassen wir uns also jetzt gezielt mit den germanischen Festzeiten. Das einfachste Fest, ich gehe vom einfachsten Fest aus, was wir bestimmen können, das ist Ostern. Ostern hat nämlich noch den alten heidnischen Namen. Das heißt überall sonst Pascha. Selbst in Schweden ist es noch abgeleitet davon. Aber wir hier bei uns können uns rühmen, die Angelsachsen ebenfalls, Beda hat es ja gesagt, aber die Angelsachsen sind ja auch von hier aus rübergegangen. Wir können uns rühmen, den alten heidnischen Namen dieses Festes bewahrt zu haben. Und wenn denn der heidnische Namen bewahrt geblieben ist mit Ostern, nach der Göttin Ostara, der Göttin der Frühlingssonne, dann ist es so, dass man sich natürlich auch, oder dass man annehmen könnte, dass der Termin auch in etwa gleich ist. Und das können wir auch feststellen, denn Ostern lag auf dem Vollmond nach der Tag- und Nachtgleiche im Frühling. Das sagt uns Beda und das sagen uns andere angelsächsische Schriftsteller, die heidnische Zeit, die noch Überlieferungen aus der heidnischen Zeit gehabt haben. Das heißt, wir können den Termin von Ostern bestimmen, wie er in heidnischer Zeit gelegen hat, und zwar zweifellos. Wir wissen, dass es ein großes Fest war. Es war ein Vollmondfest, der Vollmond nach der Tag- und Nachtgleiche im Frühjahr. Und die Kirche feiert heute noch in etwa in dieser Nähe, nämlich an dem Sonntag nach dem Vollmond nach der Tag- und Nachtgleiche im Frühjahr. Deswegen liegt Ostern so verschieden, weil der Mond eben unterschiedlich liegt. Deswegen kann Ostern also mal, ich sage es mal, am 28. März sein und mal kann es weit in den April hinein liegen, weil es eben diese alte Vollmondregel, die es im Kirchentum sonst nicht gab, diese alte Vollmondregel der Germanen übernommen hat. Wir wissen also, Ostern war ein germanisches Fest und wir haben den Termin. Wir wissen also auch, dass es eins der großen Feste war. Es ist also in den isländischen Sagas, auf die ich noch eingehen möchte, ist es dargelegt, dass wir drei große Feste hatten. Eins um, es heißt ausdrücklich immer um, Sommerbeginn. Sommerbeginn war die Tag- und Nachtgleiche. Die Germanen kannten nicht vier Jahreszeiten, sondern zwei Jahreszeiten, Winter und Sommer. Deswegen heißt es auch Mittsommerfest, weil nämlich dieser Tag ist nicht Sommerbeginn jetzt, sondern wir feiern jetzt Mittsommer. Das ist ja auch logisch, denn die Sonne hat jetzt den höchsten Stand erreicht. Die Sonne fängt jetzt nicht an zu steigen. Und deswegen ist es so, dass also die Germanen nur zwei Jahreszeiten kannten, Winter und Sommer. Sommerbeginn war, in Schweden ist das heute noch so, also mit der Tag- und Nachtgleiche ist der Sommerbeginn. Sommerbeginn ist also gewesen nach der Tag- und Nachtgleiche. Es ist etwas schwierig, ob das direkt die Tag- und Nachtgleiche war oder der Vollmond darauf. Das Fest jedenfalls ist nicht schwierig einzugrenzen. Das war immer auf dem Vollmond nach der Tag- und Nachtgleiche. Es heißt deswegen auch nicht zur Tag- und Nachtgleiche oder zu Sommersbeginn, sondern um Sommersbeginn wurde dieses erste große Hauptfest gefeiert, was wir als Ostern kennen. Den skandinavischen Namen kennen wir nicht von diesem Fest. Der skandinavische Name war auch nicht Siegblut oder Ähnliches. Das ist schon daraus ersichtlich, dass die Germanen ein Fest nie danach benannt haben, was sie haben wollten. Damit komme ich auf etwas, was in unseren Kreisen eine Rolle spielt, eine größere Rolle spielt. Das ist das Oding Wissot von Gerhard Hess, der sich viel Mühe gemacht hat, Ausführungen zu Runen zu machen. Ich will meine Gesamtwertung dieses Buches vorweggeben. 40% hier drin sind nachweislich richtig und damit ist schon eine ganze Ecke mehr richtig als in den allermeisten Runenbüchern, muss man mal sagen. 20%
könnte so gewesen sein, ist aber nicht erwiesen. 20% ist nicht erwiesen, ist aber eher unwahrscheinlich und 20% ist nachweislich falsch. Wisod heißt Heilige Schrift. Gerhard Hess meint, die Heilige Schrift des Oding, der Oding-Religion gefunden zu haben. Der Name war insoweit treffend gewählt, weil ja auch die Heilige Schrift der Bibel mit einer ganzen Reihe von Unrichtigkeiten belastet ist, dass Abraham beispielsweise 900 Jahre gelebt hätte, Jungfrauengeburt und dergleichen auch. Da scheinen so heilige Schriften an sich zu haben, dass sie eine Mischung von Legende und Wahrheit sind. Das macht es so schwierig, hierauf einzugehen, auf die Sache. Ich will nur den Gesamtüberblick geben. Was mir richtig erscheint und wofür viel spricht, ist die Gerhard Hessche Auffassung, dass es an sich nicht Fußhag heißen müsste, dass die Runenreihe also nicht von links nach rechts im esoterischen Sinn genommen wurde, sondern dass es Oding heißen müsste, dass man also von hinten, von den letzten drei Runen, O, D, I, Ink, also NG praktisch, Oding, dass man so lesen müsse. Dafür spricht einfach die Zahlenbedeutung. Wenn man nämlich von vorne anfängt, dann kommt man mit der dritten Zahl auf die Rune TH. Und diese Rune TH hat im, das wissen wir aus den Runenalphabeten, hat im skandinavischen Bereich die Thursenrune, die Riesenrune, gewesen. Das ist die gewesen. Das heißt, sie war negativ besetzt, denn gegen die Riesen haben die Götter immer ihren Kampf geführt. Wir wissen, dass Thor aus Ostland fahrten und so weiter. Das bedeutet also, hier hätte man auf die Heilige Drei genau also eine wiedergöttliche Macht gelegt. Und das ist einfach nicht glaubhaft. Das ist also höchst unwahrscheinlich, sodass es also sehr wahrscheinlich ist, dass es von innen geht. Mit einigen anderen Zahlen, ob das dann also so überzeugend ist, weiß ich nicht. Aber mit der Drei ist es also auf jeden Fall überzeugend. Denn wenn ich jetzt von hinten lese, dann habe ich als dritten Buchstaben Ink und Ink, den kennen wir aus den Ingveonen. Das ist einer der Götter, der Stammesgötter der Germanen, Istveon, Ingveon. Einen der Stamm Herminon, eine der drei Stammesgruppen der Germanen, die bei Tacitus erwähnt werden, dort taucht Ink auf. Und die Forschung ist der Meinung, dass dieser Ink identisch zu setzen ist mit dem später in den skandinavischen Quellen erwähnten Freyr. Das heißt also, wir haben hier auf der dritten hochheiligen Rune einen germanischen Gott. Und das alleine ist, meine ich schon, weil man die drei auch im germanischen Bereich als eine sehr heilige Zahl berichten kann. Das allein ist, meine ich, Nachweis genug, dass in der esoterischen Bedeutung die Runen sicherlich von rechts nach links gelesen worden sind. Die Runen haben aber auch, das muss man mal sehen, nicht nur esoterische Bedeutung gehabt. 95% der Runeninschriften, die uns überliefert sind, sind ganz profan. Da heißt es also, diese Spange gehört meinetwegen Lauber oder ich liebe XY oder dieser Grabstein oder dieser Gedenkstein wurde errichtet zum Gedenken an Ragnar, der bei einer Ostlandfahrt gefallen ist und ähnliche Dinge auch von seinem Bruder Sven und all solche Sachen. Das sind also ganz normale Aussagen. Es gibt dann die Runen in einer religiösen Bedeutung, nämlich als Weihesymbole. Man hat beispielsweise auf Waffen, auf Speerspitzen Runen angebracht, um damit diesen Waffen eine größere Kraft und Mächtigkeit zu geben. Da kamen auch andere Symbole drauf, nicht nur Runen, beispielsweise das Sonnenrad, das Hakenkreuz und ähnliche Symbole sind, um eben die Kraft dieser Waffe zu verstärken, draufgebracht worden. Also die Runen hatten alleinig nicht die alleinige Bedeutung als Heilszeichen, aber sie hatten auch die Bedeutung, insbesondere die Türrune. Tyr war der Kriegsgott, lange Zeit gewesen, er ist erst in der Spätzeit durch Odin als Kriegsgott und höchsten Gott abgelöst worden. Und deswegen hat die Türrune eine große Bedeutung gespielt bei der Weihe aller Waffen. Wir haben Tyr dann ja auch als eines der Buchstaben im Fußhag, wodurch also seine Bedeutung auch noch hervorgehoben wird. Das heißt also, bei der Weihe von Gegenständen, auch Schmuckstücke sind beispielsweise so geweiht worden, dort haben wir diese Runen als entsprechende Bedeutung. Und letztendlich haben wir dann die Runen im Losorakel. Das heißt, Runen wurden benutzt, um die Zukunft sowohl des Stammes, des Volkes vorauszusehen oder auch das persönliche Geschick vorauszusehen. Das heißt, man hat Runen geworfen, schon Tacitus berichtet das, man hat sie aufgenommen, allerdings nicht, wobei die Lage der Runen zueinander überhaupt keine Rolle spielte, weil man sie mit dem Blick nach oben aufgenommen hat. Es zählte also nur die Runenbedeutung. Alles das, was man da heute lesen kann, dass vielleicht nach der Lage der Runen entweder eine positive oder negative Bedeutung oder wenn da drei Runen liegen, wie die zusammenliegen, eine Rolle spielt, das ist völlig verkehrt. Das widerspricht dieser Aufnahme, wie sie geschildert wird. Das heißt, man hat die Runen praktisch blind aufgenommen, man wusste gar nicht, wie sie lagen. Jede Rune hatte in der Orakel, in der Losorakelbedeutung eine positive oder negative Aussage. Das heißt also, es gab keine Rune, die jetzt, also einige waren vielleicht neutral,
Aber eine Rune, die negativ besetzt war, die Tours-Rune beispielsweise, war negativ besetzt, die konnte nicht auch positiv besetzt sein. Also man konnte sich dann in die Tasche lügen und sagen, ich habe zwar jetzt diese Rune aufgenommen, aber letztendlich ist das gar nicht so schlecht. Diese Konsequenz machen viele von diesen ganzen Runen oder alle von den Runenbüchern nicht. Mir ist kein einziges bekannt, die es macht. Man möchte den Leuten dann also immer noch so ein kleines Schlupfloch lassen. Das heißt, da wird dann immer eine doppelte Bedeutung angenommen. Die Rune hat einerseits die negative Wirkung, andererseits kann sie aber auch eine positive Wirkung haben. Das hatte sie mit Sicherheit nicht, denn dann hätte das gesamte Orakel auch überhaupt keinen Sinn gehabt. Ich will ja daraus aus dem Orakel etwas herausfinden und das kann ich eben nur dann, wenn die Rune eine eindeutige Bedeutung hat, das kann ich nicht dann, wenn ich der Rune zwei Bedeutungen beilege. Auch Gerhard Hess macht das hier so, dass er noch zwei Bedeutungen bei den Runen hat. Auch das ist also total, man muss das mal von der Vorstellung her machen, dann brauche ich auch überhaupt keine Runen. Ich sage mal, wenn ich die Zukunft deuten will und denke mir dann das doch selbst zurecht, dann brauche ich auch keine Runen dazu, wenn ich dann die gute oder die positive Seite raussuchen will. Also das ist geradezu abwegig. Das heißt also, vergessen Sie alles das, was in diesen ganzen Runen-Orakelbüchern steht. Das kann man also alles vergessen. Das ist ein richtiges Runenbuch, gibt es noch nicht. Das muss man leider sagen. Es ist sicherlich auch schwer, das zu machen. Aber ich hatte immer mal vor, über die Runen so eine Reihe zu machen, weil ich die Zeit einfach nicht habe, das ganz zu machen. Und dann anhand jeder einzelnen Rune, erstmal vielleicht ein oder zwei, in jeder Nummer der Nordischen Zeitung zu behandeln. Und wenn man die Runenbedeutung herausfinden will, dann muss man zunächst mal vom Namen ausgehen der Rune. Beispielsweise von der Türrune oder beispielsweise Birka. Birka ist die Birke. Und da muss ich mir überlegen, was hat im Volksbrauch, im Volksglauben die Birke zu sagen? Und dann komme ich dieser Bedeutung nahe und kann der Bedeutung der Rune nahe kommen. Aber das, was heute bei diesen ganzen Runenbüchern passiert, das geht auf Guido von Liss und Lanz von Liebenfels zurück. Ihr großes Verdienst ist, dass Sie also mal Runen überhaupt, sagen wir mal, entdeckt haben als eine germanische Sache. Aber alles andere ist letztlich Quatsch. Die gingen vom 16er Fußhack aus, haben dann fälschlicherweise ein paar Odin-Strophen, die in der Edda sind, parallel gesetzt. Die haben aber mit Runen nichts zu tun. Da steht zwar Rune, aber Rune bedeutete Geheimnis. Und deswegen sind das also da Zaubersprüche, die also mit Runen gar nichts zu tun haben, weil da 18 solche Zaubersprüche standen. Sagten Sie, ja, dann müssen wir auch 18 Runen haben. Dann hat man also noch zwei Runen drangehängt. Und hat sich dann alles Mögliche zusammenfabuliert aus diesen Zaubersprüchen, die da parallel gesetzt worden sind. Und dass das nicht gut gehen konnte, ist klar. Und fast alle weiteren, mit ganz wenigen Ausnahmen, haben dann von denen abgeschrieben. Die haben also etwas hinzugedichtet, etwas weggelassen, aber bei 90% aller Runenbücher, ob das Gorsleben ist oder was auch immer, schimmert alles diese alte Entwicklung noch durch. Sodass man das also letztendlich vergessen kann. Wer daraus Aufschluss aus den Runen gewinnen will, der kann das nicht tun. Die Sache ist jetzt so, dass wir, um wieder aufs Thema zurückzukommen, bei Hess finden, als das Fest, was also unserem Ostern entsprechen soll, Ostern kommt bei ihm nicht vor, Siegerblut nennt er die ganze Geschichte und es soll gefeiert worden sein auf dem Neumond nach der Tag- und Nachtgleiche. Die Germanen haben keine Neumondfeste gehabt. Das hatte verschiedene Gründe. Es hatte sicherlich einerseits die Gründe, dass es damals noch keine elektrische Straßenbeleuchtung gab, Hofbeleuchtung oder was auch immer, sondern dass, wenn man sich traf, natürlich nicht nur tagsüber feierte, sondern auch nachts. Die Nacht spielte bei den Germanen durchaus eine große Rolle. Die Nacht ging den Tag voran. Mit der Nacht begann der Tag. Deswegen begann die Jahreszählung auch mit dem Winter und nicht mit dem Sommer. Das heißt, die Nacht hatte eine große Bedeutung. In der Nacht wurde gefeiert. Und wenn Vollmond da ist, ist es einfach praktischer. Das ist das eine. Das zweite ist aber, das wissen viele von uns, die mondsüchtig sind, dass man einfach aktiver ist. Die können nicht schlafen. Viele Menschen können nicht schlafen, wenn Vollmond ist. Na gut, wenn sie sowieso nicht schlafen können, ist doch ideal, wenn sie dann fest sind. Dann pennen sie nicht ein. Ja, ist doch so. Das heißt, die Lebenskräfte sind gesteigert zu diesem Zeitpunkt. Und das ist einer der wesentlichen Gründe, wichtiger noch als dieser rein profane der Beleuchtung gewesen, der dazu geführt hat, dass wir so Vollmondfeste haben. Das liegt nun mal fest. Es gibt kein einziges Neumondfest bei den Germanen überliefert. Nichts, nirgendwo. Das Einzige, was überliefert ist, sind ein paar Bräuche zu Neumond. Das heißt also, wenn der Mond weg war, wenn schwarz war, dann haben die Leute ein Feuer angezündet und gesagt, Siege, Mond, Siege. Das heißt also, man wollte, dass der Mond jetzt wieder mal kam. So, das wurde aber jedes Mal gemacht, wenn Schwarzmond mal, das war auch nicht ein großes Fest, sondern da hat jeder in seinem Garten ein Feuerchen angezündet, der es wollte und hat also Siege, Mond, Siege gerufen und das war's dann. Da wurde kein Met getrunken und dafür hat man kein Bier gebraut und da kam nicht die Festgemeinde zusammen und da wurden keine Hörner auf Odin geleert oder was auch immer. Das heißt also, es gibt kein einziges Vollmondfest. Gerhard Hess hat den großen Fehler gemacht und das ist vielleicht der größte Fehler, das soll aber die Religion sein. Er hat diese 24 Runen dem Jahreslauf gleichgesetzt. Kommt dann also dazu, dass also letztlich rund alle zwei Wochen ein Fest gefeiert wurde. Mal ein größeres, mal ein kleineres. Ich finde das ja schön, muss ich sagen.
Dafür, um diese Daten überhaupt irgendwie anhaltsmäßig zu machen, greift er einmal auf diese Dinge zurück, die ich als schwierig bewiesen oder als geklärt eigentlich zeige. St. Veitstag beispielsweise, also der alte Sommersonnenwendtag, der dann einfach wegen dieser Kalenderreform falsch ist, das belegt dann bei ihm quasi so ein zweites Fest oder ähnliches. Das heißt also, wir haben da einerseits von ihm diese ganzen Kalenderunstimmigkeiten als Belege für weitere Feste. Wir haben weiterhin natürlich die keltischen Feste alle mit drin, das ist klar, aber nun muss er ja von 8 auf 24 kommen. Dann zieht er die Römer noch mit hinan und die Römer haben oftmals Mitte des Monats gefeiert. Das heißt also, wenn ich jetzt nun wirklich alle 14 Tage ein Fest haben will, dann ist es sehr nützlich, auf die Römer einzugehen und dann den römischen Festkalender zu Rate zu ziehen. Nur ich kann Ihnen sagen, es würde mir unschwer gelingen, für 365 Tage im Jahr einen Festkalender aufzustellen. Ich kann also die Südsee-Insulaner, auch da sind nordische Menschen hingekommen. Ich kann also die Inkas, auch da wissen wir, dank Thor Heyerdahl, dass da also unsere Leute gewesen sind. Ich kann das alles zu Rate ziehen und kann aus der ganzen Welt die Festkalender heranziehen, überall da, wo mal Indogermanen waren. Und dann komme ich auf 365 Festtage. Wenn andere arbeiten, finde ich das ja prima. Nur, wir müssen uns mal vorstellen, das ging einfach nicht. Ja? Die hatten also keine Sklaven in großem Umfang, die Germanen. Also das rein Praktische spricht schon dagegen. Es spricht dagegen, dass es eben keine Schwarzmondfeste gab, sondern, wie gesagt, soweit es also Mondfeste gab, gab es also nur Vollmondfeste. Wir haben bei den Germanen in der Überlieferung, Ostern habe ich festgemacht, das ist Vollmond, das können wir also noch ziemlich direkt aus der heidnischen Zeit übernehmen. Wir haben bei den Germanen aus der Überlieferung dann nur Quellen, die aus christlicher Zeit stammen, das sind die Sagas. Die sind schon in christlicher Zeit aufgeschrieben worden, aber eben in Island, und Island war weit weg. Und Snorri Sturluson, der sich also auch sehr bemüht hat um die Sammlung der alten Texte, der die Edda zusammengestellt hat, der ja also auch selbst geschrieben hat, der ist nach meiner Meinung Heide gewesen. Es ist immer gesagt worden, um ihn abzuwerten, dass dieser Snorri Sturluson ja letztlich Priester war. Ja, war Priester, das ist richtig. Aber es kommt eine verräterische Strophe bei ihm vor und da heißt es, Odin ist als höchster Gott bei den Heiden oder bei unseren Vorfahren verehrt worden, und das kannst auch du mit gutem Grund tun. So, also das kann kein Priester schreiben. Ich sag das jetzt mal. Und der zweite Punkt ist also auch, er hat das ja alles eingebaut, die ganze Überlieferung. Er war in christlicher Zeit. Damals gab es auch die Zensur, natürlich furchtbar weit weg in Island. Also das war, wenn das wäre in Germanien, hier in Kerngermanien, überhaupt nicht möglich gewesen. Da hat man den Mann verbrannt. Aber da weit weg in Island, da ging das, aber er musste das natürlich trotzdem irgendwie einpacken. Er konnte nicht einfach ein Handbuch über den germanischen, heidnischen Glauben schreiben, das ging einfach nicht. Wie hat er das also eingepackt? Er hat gesagt, die Skalden, das heißt also die Dichter, die benutzen ja oftmals Kenninge. Das ist so eine Form letztlich gewesen, die uns vielleicht ein bisschen manieristisch anmutet. Das bedeutet, man hat etwas umschrieben. Gold hieß dann also nicht Gold, sondern beispielsweise Sifs Haar. Warum? Da muss man die ganze Mythologie wissen. Loki hat Sif das Haar abgeschnitten, das war also die Frau Thors, und Thor wollte ihn mit dem Hammer totschlagen und da hat er gesagt, pass mal auf, ich schaffe deiner Frau also Goldhaare, die auch genauso wachsen, aber aus Gold sind, durch Zwerge, hat er auch geschafft. So, und daraufhin ist ihm das Leben geschenkt worden. Man musste also dann wissen, wenn da der Begriff Sifs Haar vorkam, musste man natürlich wissen, was dahinter steckt, dass das eben Gold war. Und mit dieser, das haben die Skalden in heidnischer Zeit benutzt. Warum? Weil der Stabreim eine große Rolle spielte. Und wenn ich jetzt also einen Begriff mit S anfangen wollte, weil ich vorher einen S-Begriff hatte, dann konnte ich natürlich nicht Gold nehmen, sondern dann musste ich jetzt also etwas mit S nehmen und dann kam eben Sifs Haar. Und genauso ist das also mit Schiff beispielsweise, da heißt es dann Wogengleiter. Wenn ich also kein S haben wollte, habe ich Wogengleiter gemacht. So, das heißt also, wir haben als Begründung von ihm, warum er das alles macht, man kann ja überhaupt nicht richtig dichten, wenn wir die germanische Mythologie nicht kennen. Das ist zwar alles uralte Vergangenheit und geht uns eigentlich nichts mehr an, aber richtig dichten kann ich nur dann, wenn ich weiß, was dahinter steht. Und damit, das war sein Geschenkpapier für den Papst, kann ich mal so sagen. Oder sein Schutzschild, besser gesagt. Er hat es dem Papst ja sicherlich nicht zugestellt. Um letztlich den germanischen Glauben retten zu können. Denn den Dichter habe ich noch nicht gesehen, der Tipps für seine Kollegen gibt. Wüsste einer von Ihnen, dass Goethe also jetzt meinetwegen ein Handbuch geschrieben hat, der Dichtkunst, womit er also seinen Kollegen sagt, wie er so gut zum Dichten gekommen ist und wie sie das vielleicht lernen könnten? Also ich habe jedenfalls, ich wüsste nicht, überlegen Sie mal, Handbuch der Dichtkunst von einem Dichter, nicht von irgendeinem, der keine Ahnung hat oder so. Diese Reimschmiede da, Stein auf Bein und Herz auf Schmerz und so weiter, das hat nie ein Dichter gemacht. Kein einziger, das stammt also von Nichtdichtern. Kein Dichter hat jemals ein Handbuch für Dichter geschrieben. Einzige Ausnahme, Snorri Sturluson. Und warum? Nicht, weil er seinen Kollegen helfen konnte. Er war ja Dichter. Er hat ja gedichtet. Er hat ja großartige Gedichte auch gemacht. Nicht darum, weil er den anderen Tipps geben musste, wie sie genauso gut werden konnten wie er,
sondern weil er den germanischen Glauben retten wollte. Das heißt, wir können eine ganze Menge bei Snorri Sturluson nehmen. Ich bin der Meinung, dass er auch nichts verfälschen wollte. Ich bin der Meinung, dass er also auch nicht ganz bewusst in den germanischen Glauben was einschmuggeln wollte. Es sind bei ihm aber natürlich Irrtümer enthalten. Das muss man mal ganz klar sehen. Es sind Irrtümer enthalten und die liegen ganz einfach darin, dass Snorri Sturluson eben 200 Jahre letztlich, nachdem die ersten Christen nach Island gekommen waren und es mit dem Christentum anfing, auf Island gelebt hat, in einem Zeitraum, wo letztlich die heidnische Überlieferung nur noch schwach da war, er sich vieles zusammensetzen musste und manches vielleicht einfach sich zusammengereimt hat und vielleicht auch falsch zusammengereimt hat. Aber grundsätzlich gesehen muss man bei Snorri von einer ehrlichen Haut, einer ehrlichen heidnischen Haut ausgehen. Und wenn wir das sehen, dann bekommen seine Dinge ja auch Bedeutung. Er hat beispielsweise gesagt, wann das Julfest gefeiert wurde. Und das Julfest wurde nach Snorri gefeiert in 3 Nächten direkt nach Midwinter. Midwinter war also genau der Termin. Er sagt das auch nach der längsten, längste Nacht. Das heißt, die längste Nacht und die beiden folgenden Nächte, da lag zur heidnischen Zeit Jul. Wir haben dort also eine weitere Überlieferung, wie wir eins der Feste bestimmen können. Eine Überlieferung, die eben gut ist, nach meiner Auffassung. Und sie stimmt ja auch mit unserer Überlieferung überein. Wir haben ja auch bei uns die 12 heiligen Nächte. Und wenn wir die Thomasnacht rechnen, als Beginn dieser 12 heiligen Nächte, dann ist das etwas, was der Wahrheit näher kommt. Eigentlich beginnen die 12 heiligen Nächte hier bei uns am 20.12. Ob eventuell Snorris 3 in 12 erweitert werden muss, das ist eine Frage. Wir haben da die klare Überlieferung. Bei uns jedenfalls hat es in heidnischer Zeit, und das kann man bei Otto Siegfried Reuter ziemlich deutlich nachlesen, diese 12-Tagesfrist gegeben. Sie ergibt sich nicht aus dem Christentum. Und ich habe also gegrübelt bis zum Gehtnichtmehr. Es war immer furchtbar schwierig. Ich habe gesagt, wo liegt es an mir oder liegt es an anderen? Aber wenn ich die zähle, die Festzeit vom 24.12. bis zum Perchtentag, ja, 5.6., dann komme ich auf 13 Tage und 13 Nächte. Wieso heißt das die 12.? Fast im gesamten germanischen Bereich werden diese Nächte die 12. genannt. Es gibt 2 ganz kleine Inselchen, wo von den 13. gesprochen werden. Da hat Cosero nun gemeint, ja, das lag daran, weil die Zahl 13 verketzert war. Das war eine heidnische Zahl und deswegen hat man dazu 12 gesagt. Aber das im Volksbrauchtum, man hätte ja auch einfach nur Weihnachten sagen können, dass im Volksbrauchtum einfach dann die 12. dafür gesetzt wurden. Es hätte ja gereicht, überhaupt keine Zahl zu nennen. Das glaube ich nicht. Ich meine also, und das meine ich mit Otto Siegfried Reuter, den man gelesen haben muss, wenn man über diese Dinge recht spricht, den er meiner Meinung nach Gerhard Hess nicht gelesen hat. Er zitiert ihn zwar an 2 Stellen, aber er hat Reuter nicht gelesen, denn sonst hätte er das Buch so nicht schreiben können oder er müsste enorm unredlich sein. Denn dann hätte das Buch ganz anders geschrieben werden müssen. Das heißt also, wir haben mit Reuter anzunehmen, dass diese 12-Tagesfrist nichts mit dem Christentum zu tun hat, dass sie aus dem Heidentum stammt. Und er hat das dann also schlüssig gemacht mit den Diestingsregeln und verschiedenen anderen Sachen. Ich will hier die ganze Ableitung nicht im Einzelnen darlegen. Das kann man auf etwa 30 Seiten bei Otto Siegfried Reuter nachlesen. Aber es ist so gewesen, dass der Grund war für diese 12 Tage, eine Harmonisierung des Sonnenjahres und des Mondjahres. Das war die große Schwierigkeit, vor der man steht. Der Mond geht ja leider nicht am 1.1. oder am 31. oder am 21.12. auf als Vollmond oder als Neumond, sondern der geht laufend unterschiedlich auf. Und da ist ein Unterschied von etwas über 11 Tagen, wenn man das Mondjahr sieht und es mit dem Sonnenjahr vergleicht. Das Mondjahr hat 354 Tage, das Sonnenjahr 365 bekanntlich. Und das bedeutet, dass man da einen Ausgleich schaffen muss, wenn man die Monate nicht pauschal, unabhängig von dem eigentlichen Mondwechsel, auf irgendein Datum leben wollte. Unsere heutigen Monate haben ja mit dem Mond gar nichts mehr zu tun, nur den Namen davon. Der 1.1. kann Vollmond sein, kann Neumond sein, kann Zwischenmond sein, kann irgendwas sein. Es hat mit dem Mond nicht die Bohne zu tun. Bei den Germanen hatten die Monate aber noch mit den Monaten zu tun. Sie begannen nämlich mit dem Neumond und führten über den Vollmond dann wieder zum Neumond zurück. Das bedeutet also, wir haben einerseits den Sonnenlauf, den Tiefststand der Sonne, den Höchststand der Sonne und wir haben andererseits den Mondwechsel. Und beide spielte für die Feste eine Rolle. Beim Midwinter haben wir das schon gesehen an der Snorri-Sache, die längste Nacht spielte eine Rolle. Da liegt Reuter im Übrigen falsch. Reuter meint, das lag auf dem Vollmond nach der letzten Nacht, nach der längsten Nacht. Das wird zu weit führen, warum das nach meiner Meinung nicht richtig ist. Aber ich will nur dazu ein einziges Argument bringen. Warum nach meiner Auffassung nicht nur die Sommersonnenwende direkt
zum richtigen astronomischen Zeitpunkt gefeiert wurde, sondern auch Jul zum richtigen Zeitpunkt. Das sind nämlich die Monatsnamen. Wir haben zwei Monate mit dem Namen Jul. Erster Jul und zweiter Jul. Die werden zum Teil schon bei den Goten genannt. Das wird mal mit dem November und dem Dezember gleichgesetzt, mal mit dem Dezember und Januar, aber das ist eben halt schwierig, weil das eben bewegliche Monate waren. Es gibt jedenfalls zwei mit dem Namen Jul. Und genauso gibt es zur Sommersonnenwende zwei Namen mit dem Monat Lida. Das heißt, da gab es den ersten und den zweiten. Und wenn es 13 Monate gab, weil manches Jahr 12 Monate, manches Jahr 13 Monate, wenn man das so im Mondlauf sieht. Jul wurde gefeiert direkt zu Mittwinter und einige Nächte danach. Und warum jetzt also 12 Nächte, die wir hier haben? Warum? Weil diese 12 Nächte wichtig waren, um festzustellen, ob man im nächsten Jahr 12 oder 13 Monate haben würde. Wenn nämlich in diesen 12 heiligen Nächten ein Neumond gab, entstand, dann hatte das Jahr 13 Monate. Wenn es keinen Neumond in dieser Zeit gab, dann hatte das Jahr nur 12 Monate. Wenn der nächste Neumond also später anfing, dann hatte das Jahr nur 12 Monate. Das heißt also, diese 12 heiligen Nächte spielten in der Jahresberechnung, in der Frage, wie viele Monate man hat und ob man einen Monat einschieben musste im Sommer, spielten eine Rolle. Im Übrigen beim Heschen Oding Wisot ist das natürlich ein ungelöstes Problem. Bei 12 Monaten komme ich ja hin in etwa mit meinem Rhythmus auf jeweils einen Monat entfallen an zwei Feste. Er sagt aber richtig, dass die Germanen natürlich nicht schematische Monate gehabt haben wie wir heute, sondern dass sie nach den tatsächlichen Monaten gefeiert haben. Und danach gibt es in manchen Jahren eben 13 Monate. Und was nun bei diesem 13. Monat für Runen eine Rolle gespielt haben wollte, da müsste er dann schon eben, wie Guido von List, zwei weitere Runen hinzufälschen und auf 26 Runen kommen, um dann also hier das so ein bisschen schlüssig zu machen. Die Runen haben mit dem Jahreslauf überhaupt nichts zu tun. Es ist nirgendwo überliefert, dass auch nur eine einzige Rune bei irgendeinem Fest eine Bedeutung gespielt hätte. Deswegen ist die Parallelsetzung der Runen mit dem Jahreslauf und daraus dann folgen, dass diese Runen mit den Festen dieses Jahreslaufes, die angeblich dann 24 gewesen sein sollen, etwas tun, völlig abenteuerlich und der größte Fehler dieses Buches. Man könnte das natürlich als akademisch behandeln, diese Sache, und könnte sagen, was soll das alles? Soll er doch seine 24 Feiern machen? Nur bei ihm wird das Midsommerfest in drei verschiedene Dinge erlegt. Also einmal hat er seine Maibaumerrichtung, dann hat er natürlich die Midsommerbaumerrichtung, also die beiden Sachen, was ich vorhin schon dargelegt habe, ist unsinnig. Aber dann kommt er noch dazu, weil das den Runen so ähnlich ist, da ist also so eine Rune mit einem geraden Stab und einem Schrägstab und das ist die Notfeuerzeugung für ihn. Und dann kommt er dazu, dass also das Sonnenfeuer, das ja also als Drehfeuer errichtet wurde, nicht wie das Osterfeuer mit Stein in der ganz alten Weise, sondern als Drehfeuer errichtet wurde. Ich komme noch darauf zurück, warum das Osterfeuer mit dem Stein gemacht wurde, ganz alt aus der Steinzeit noch, und warum das Sonnenfeuer letztlich durch Drehung errichtet wurde, indem man ganz schnell Hölzer drehte und dann also Zunder dran gehalten hat und dadurch wurde das entflammt. Das heißt also, dass dieses Notfeuer, dieses Drehfeuer, das ist bei ihm 14 Tage von Midsommer entfernt. Ne? Die Aufstellung des Questenbaums und das Notfeuer und dann also Sonnenfeuer, das sind alles bei ihm unterschiedliche Daten, das sind unterschiedliche Feiertage darauf. Das heißt also, er sagt, er sieht richtig, das ist auch meine Meinung, das ist alles falsch, aber er sieht richtig, dass also die Himmelssäule letztlich direkt zum Zeitpunkt der Jahresmitte steht. Aber das, wie gesagt, und das symbolisiert er dann also auch mit dem Midsommerbaum, auch das ist richtig. Aber das Feuer, was dazu gehört natürlich, und was wir ja als Johannesfeuer im ganzen deutschen Sprachraum, in großen Teilen des deutschen Sprachraums haben, dieses Feuer, wie gesagt, das legt er 14 Tage davon weg, weil er eben seine 24 Feste vollkriegen muss. Und dann kommt der Sankt-Veits-Tag mit rein und dann haben wir es. So, also so geht's nicht und so kann man es nicht machen. Wir haben also jetzt den Termin vom Ostern und Ostern ist ein Vollmondfest gewesen. Wir haben den Termin von Midsommer, den können wir bestimmen aus den externen Steinen. Da wissen wir aus der Höhlung, aus dem Sonnenloch in den externen Steinen, dass dort zur Midsommernacht ganz bestimmte Teile beleuchtet worden sind, was nur dann einen Sinn gibt, wenn man eben dort durch Midsommer durchguckt. Das heißt also, wir haben das belegt, wir haben die Sonnenwendfeuer auch direkt zum Midsommer. Midsommer ist aber kein eigentlich großes Fest gewesen. Es wird jedenfalls in der heidnischen Überlieferung auf Island, in den Sagas, wird es nicht als großes heidnisches Fest erwähnt. Da gab es eben drei Feste nur. Midsommer wird nicht erwähnt. Eins zu Winterbeginn oder um Winterbeginn, eins zu Jul, Mittwinter und eins im Frühjahr zum Sommerbeginn.
Kommen wir auf dieses Frühjahrsfest nochmal zurück. Von Hess also nicht Ostern genannt, sondern Siegblut und auch um 14 Tage verschoben. Er zitiert dazu, es ist ja so, und das macht die Sache so schwierig, er zitiert dazu ja auch. Er zitiert beispielsweise aus der Inlingensage, dass es ein Fest gab zu Frühjahrsbeginn, was um den Sieg abgehalten wurde. Und deswegen sagt er auch, Siegblut hieß die Sache. Nur wenn, und eigentlich, ich sage mal, er hat ja umfassende Kenntnisse, eigentlich müsste er dann ja also auch die Quelle ganz kennen. Das steht zwar im 20. oder 22. Kapitel, steht das zwar so, da fand ein Fest statt für den Sieg, das dritte Jahresopfer, aber im Sommer galt dem Sieg, Inglinger sage, Thule Band 14, Kapitel 24. So, aber was finden wir denn in der Inglinger Saale, Thule Band 14, an der 67. Stelle? Im nächsten Frühjahr zog dann König Grammer nach Uppsala zum Blutopfer, wie dies gegen den Sommer gewöhnlich um Frieden veranstaltet wurde. Das heißt, da wird als Sinn und Zweck dieses Festes um Frieden genannt. In derselben Sage, die er als Quelle zitiert, also insofern kennt, steht einmal um Sieg und einmal um Frieden. Da sagen wir, das ist ja merkwürdig. Nun kennen wir aber von den Römern ja den Begriff Siegfrieden. Das heißt also, man erreicht Frieden dadurch, dass man den anderen kräftig auf den Kopf schlägt. Das konnten die Germanen vielleicht genauso gemacht haben. In der Heimskringla heißt es, dieses wurde ein drittes fand im Sommer statt, um den Sommer zu begrüßen. Also da wird die Sommerbegrüßung als das Entscheidende angesehen, dieses Frühlingsfestes. Und dann ist es also so, dass wir eine Verbindung letztlich beider Dinge haben. Und da heißt es dann, es wurde, ich glaube, das ist in der Hakon-Sage, es wurde, ich kann das hier mal eigentlich, ich könnte das hier nachsuchen, brauche ich jetzt nicht, aber es steht da beides, es wird beides verbunden. Es wurde um Frieden für das Volk und um Sieg für den König gefeiert. Das also ist der eigentliche Sinn gewesen. Frieden für sich selbst, man wollte nicht, dass der Feind ins Land kam, Sieg aber für den König, wenn er auszog und den anderen eins aufs Haupt schlug. Das ist also die eigentliche Bedeutung des Festes, nicht rein Sieg, wie das also hier dargelegt wird. Das ist das Erste. Und es hieß natürlich nicht, es hieß nicht Friedensfest und es hieß nicht Siegfest oder Siegopfer. Das haben die Germanen nie genannt, ein Fest danach zu benennen, was sie haben wollten. Ja? Für die Juden ist das ja sicherlich kennzeichnend, dass sie ein Fest danach benennen, was sie haben möchten. Für die Germanen war es nicht der Fall, sondern die Germanen haben ein Fest danach benannt, was sie ehren wollten. Mit dem Osterfest wollten sie die Osterer ehren. Mit dem Alfenblut, das also in den skandinavischen Sagas überliefert ist aus Island, wollte man die Alfen, das heißt die verstorbenen Ahnen, ehren. Mit dem Diesenblut, was wir auch kennen, wollte man die Diesen ehren. Das heißt, der Name des Festes wurde danach benannt, nicht was man haben wollte, sondern wen man verehren wollte. Das ist schon mal ein ganz wesentlicher Punkt, der also hier nicht berücksichtigt ist. Das heißt, die ganzen oder fast alle Namen, die er hier für seine Feste nimmt, sind also sicherlich falsch, die sind von ihm erfunden. Er hat zwar Anhaltspunkte dafür, indem er hier eben Sieg herausgenommen hat aus der Inglinger Sage und daraus dann einen Namen sich gebastelt hat, aber dieser Name ist nicht überliefert. Es gibt nirgendwo in den germanischen Stellen ein Siegblut. Aber er tut so, als ob die Bezeichnung dieses Festes eben Siegblut gewesen wäre. Die Bezeichnung dieses Festes hat es nie gegeben aus den genannten Gründen, weil das völlig undenkbar ist für unsere Psychologie. Ein Geldopferfest machen wir jetzt mal, wo gar nicht Geld geopfert wird, sondern wir wollen Goldgeld haben. Ne? Allein diese Vorstellung schon. Man muss einmal grundsätzlich über diese Dinge nachdenken und dann kommt man dazu, dass man nicht so fahrlässig umgehen darf mit der Erfindung germanischer Begriffe. Das sage ich jetzt mal einfach, denn das kann wirklich auf die ganz falsche Ebene führen. Dass nämlich das Haben wollen im Vordergrund steht und nicht das Verehren wollen. Das heißt, wir haben dieses Fest beschrieben. Der Zeitpunkt ist auch klar. Und jetzt kommen wir zu einem zweiten Fest, einem parallelen Fest im Herbst. Das wird ja erwähnt, dass also um den Winter beginnen, das heißt also um die Tag- und Nachtgleiche im Winter wiederum ein großes Fest war. Frage, lag es direkt auf Mittwinter, lag das Fest auf dem Vollmond danach? Auf dem Schwarzmond danach mit Sicherheit nicht, auf dem Vollmond danach. Und da habe ich zunächst einmal, spricht einiges dafür für den Vollmond, dass wir zwei Feste haben, nämlich Mittsommer und Mittwinter, die direkt auf dem Sonnenjahreszeitpunkt liegen. Und ein Fest, auch das haben wir bereits nachgewiesen, Ostern nämlich, was ein Vollmondfest ist. Und warum ist Ostern ein Vollmondfest? Weil es, und dieser Zeitpunkt nach meiner Meinung übernommen worden ist von den Megalithikern, das heißt den Großsteingrableuten, das zeigt noch, dass das Osterfeuer im christlichen Brauch, das macht musste ursprünglich sicherlich der Priester machen, aber das muss heute der Küster machen, das wird mit dem Stein
Mit Feuerstein soll das erzeugt werden. Das heißt also eine ganz schwierige Sache. Und manche Messdiener haben gesagt, also da wird manchmal ein bisschen gemogelt mit einem versteckten Feuerzeug oder so. Aber auch heute noch ist der Messdiener da und schlägt Feuersteine, um damit das Osterfeuer zu entzünden. Das heißt, es ist sehr alt. Das hat die Kirche mit Sicherheit nicht erfunden, sondern das hat die Kirche übernommen. Und das hat sie nach meiner Meinung eben aus dem megalithischen Kreis übernommen, dem Großsteingräberkreis, wo der Mond eine größere Bedeutung hatte. Der Mond, der den Frauen mehr zugeordnet ist und für die Frauen Regel und so weiter eine viel größere Rolle spielt als für die Männer. Und im Megalithkreis hatten die Frauen das Sagen, oder jedenfalls sehr viel mehr das Sagen als bei den Indogermanen. Die Megalithiker haben sehr starke mutterrechtliche Einflüsse gehabt. Und deswegen passen bei ihnen Vollmondfeste auch ganz zu. Und als ich nun die Indogermanen, die Schnurkeramiker, die Vaterrechtler, als ich die mit diesen Megalithikern vereinigt haben, beide waren sie blond und blauäugig, die einen mehr schmalgesichtig, die anderen mehr breit, die Megalithiker, die Großsteinleute, also mehr hünenmäßig, die anderen mehr schmal. Als sie sich vereinigt hatten, da haben sie auch Kompromisse bei ihren Festen gefeiert. Die Schnurkeramiker hatten reine Sonnenjahresfeste, die Megalithiker hatten möglicherweise nur Mondjahresfeste. Und sie haben dann zwei Sonnenjahresfeste genommen, Mittsommer, Mittwinter und zwei Mondfeste, nämlich Vollmond nach der Tag und Nacht gleich im Frühjahr und Vollmond nach der Tag und Nacht gleich im Herbst. Diesen Vollmond nach der Tag und Nacht gleich im Herbst kann man aus der germanischen Gemeinwoche erschließen. Die fand also auch wechselnd statt. Sie fand nicht direkt zur Tag und Nacht gleich im Herbst statt, sie fand wechselnd statt. Es gibt viele Messen, Jahrmärkte um diese Zeit. Es gibt auch verschiedene Dinge, man kann das erschließen auch, als die Römer die Marser überfallen haben, geschah das also auch Anfang Oktober. Auch das kann man feststellen, und zu diesem Zeitpunkt war gerade Vollmond nach der Tag- und Nachtgleiche im Herbst. Also die Marser haben schon zur Tag- und Nachtgleiche im Herbst gefeiert, und das ist dem Vollmond nach der Tag- und Nachtgleiche im Herbst gefeiert. Und das ist also auch weiter zu erschließen aus anderen Quellen, aus der Bedeutung von Messen, Märkten, Jahrmärkten und dergleichen um diese Zeit. Das heißt, wir haben letztlich vier Feste, von denen drei als Hauptfeste galten. Mittsommer galt nicht, vielleicht weil die auf Wikingfahrt waren oder aber weil da viel Arbeit anfiel bei der Landwirtschaft. Mittsommer galt nicht als ein Hauptfest, aber es war eben ein Gemeinschaftsfest auch. Vielleicht im kleineren Bereich gefeiert, mehr im dörflichen Bereich gefeiert, während die anderen Gaufeste waren. Zumindest Gaufeste, teilweise vielleicht sogar ganze größere Provinzen auch umfassend. Wir haben also diese vier Feste. Und jetzt gucken wir uns mal an, was also daraus von Gerd Hess gemacht wurde. Ja? Nein, also der Name des Herbstfestes ist letztlich nicht überliefert. Also Ostern kann man feststellen, Jul kann man feststellen, Mittsommer kann man auch feststellen, trägt immer noch den Mittsommernamen. Der Herbstname, den kann ich fange nicht an, irgendwas zu erfinden. Also den Herbstnamen weiß ich nicht. Man kann es Herbstfest nennen oder wie auch immer, aber wir wissen also den Namen dieses Festes wissen wir nicht. Wir wissen nur den Zeitraum, wann es gefeiert wurde, aber den direkten Namen können wir nicht sagen. Und jetzt nur mal, um mal zu zeigen, eben also auch um so ein bisschen zu warnen. Oding Wissot, Seite 329, Asen-Alfen-Opfer Mitte Oktober, Rune 21 Ase. Rune 21 Ase ist richtig, also die A-Rune bedeutet Ase, und das war der große Ase natürlich, das war also Wotan. Was schreibt er hier? Es fand um diese Zeit, also Mitte Oktober, ein Ase-Alpha-Blut statt, ein Wotansfest. Ein solches Opfer ist in urgläubiger Zeit abgehalten worden, dafür spricht die Martinsgans noch und so weiter. Und dann erwähnt er, der isländische Skalde Thorsson Sigvard berichtet im Jahre 1029 vom Alpha-Blut im schwedischen Gautland zur Wikingerzeit mit kalten Nächten, also nicht vor Mitte Oktober. Die Familien hielten Hausandachten, sie richteten dem Odin Wotan die Opfernacht, Hausmütter und Mägde verriegelten die Pforten und ließen ihn, der schon gechristet war, draußen stehen. Sie riefen durch geschlossene Türen, fahr weiter, Zitat, fahr weiter, Fremder, der Hof ist geheiligt. Wir fürchten Wodans Zorn, denn wir richten für diese Nacht seinen Weihetrunk. Zitat Ende, und dann kommt da eine kleine Anmerkung, also eine kleine Nummer. Und wenn man dann hinten nachguckt, dann sieht man, dass er sich dabei auf Grönbeck bezieht. Wilhelm Grönbeck ist ein bedeutender dänischer Religionsforscher, Kultur und Religion der Germanen, gibt es in der wissenschaftlichen Buchgesellschaft noch heute. Von Höfler ist das übersetzt. Ich habe nicht seine Ausgabe, er hat eine Nachkriegsausgabe von Grönbeck. Ich habe also eine mit Frakturschrift noch. Deswegen ist die Seitenzahl ein bisschen anders, aber es gibt nur eine einzige Stelle, die sich mit dieser Ostlandfahrt des Skalden Sigvard befasst. Und dann lesen wir doch mal nach, was bei Grönbeck darüber steht.
So, er sagt, um frei und glücklich atmen zu können, muss der Einzelne am Blut teilnehmen. Blut hat also nichts mit Blut zu tun, sondern ist eben einfach nur das Fest. Der Einzelne konnte nichts ohne die Gemeinschaft machen, aber auf der anderen Seite konnte die Gemeinschaft ebenso wohl nicht ohne den Einzelnen auskommen. Es gab deswegen einen Zwang, an bestimmten Festen teilzunehmen. Er führt das weiter aus. Andererseits war der Zutritt zu den Feiern für alle Fremden gesperrt. Diese Zusammenkünfte, wo die Männer mit vollen Schalen aus der Quelle der Kraft schöpften, waren nur für die Mitglieder der Sippe, für die wahren Verwandten oder die wahren Genossen. Die Abgeschlossenheit des Festes verursachte dem Skalden Sigvard nicht wenig Ungemach auf einer Reise, die er am Anfang des Winters als Sendbote Olafs des Heiligen zum Jarl Rögnvald in Gautland unternahm. Er und seine Begleiter suchten eines Abends Unterkunft in einem Hof, aber die Tür war verschlossen und die Leute im Haus sagten, das Haus sei heilig. Am nächsten Ort, wo sie hinkamen, stand die Hausfrau in der Türöffnung und bat sie, draußen zu bleiben, denn es würde ein Alferblot, Klammer auf Opfen, an die Alben abgehalten. Am folgenden Abend versuchen sie es mit den vier Höfen und auf dem vierten wohnte sogar der beste Mann dagegen. Das heißt nach der nordischen Bedeutung des Wortes gut, der am gastfreiesten war. Aber niemand wollte sie einlassen. Das war ein unangenehmes Erlebnis zur Winterszeit in ziemlich öden, ungastlichen Gegenden. Die kalten Nächte, die Sigvard und seine Gefährten in den Wäldern verbrachten, prägten gewisse Seiten des Alferblotes tief in ihr Gedächtnis ein. Nicht eins dieser Teufelskinder, das nicht in seinem Hause den Taten der Finsternis ergeben gewesen wäre. Keines von ihnen wagte es, ehrliche Leute sehen zu lassen, was es vorhatte. Das waren die Überlegungen des Dichters vor den verrammelten Türen dieser heidnischen Ausländer. Wir können sehen, dass Egil seinem König in seinem Kreise etwas Ähnliches über diese Erlebnisse in Norwegen erzählt hat, als er seine Hände mit Bart und Altar beschrieb und so weiter. Und dann führt er aus, der Grund ist aber nicht, dass man hier einen Christen ärgern wollte, sondern der Grund war, dass dort Fremde insgesamt, egal ob Heiden oder Christen, keinen Zutritt haben sollten. Es war ein Alferblot und die Alfen, das waren eben die toten Ahnenseelen. Und mit denen hat man sich hier vor Ort versammelt. Das heißt, die waren hier zu Gast geladen. Es war ein Alferblot, nicht ein Asenopfer und nicht ein Asen-Alpha-Opfer, was hier also Hess schreibt, sondern es war ein Alferblut, was zu Ehren der eigenen Ahnen gehalten wurde hier. Und zwar auf jedem einzelnen Hof gesondert, also nicht ein Gemeinschaftsfest, sondern er ist von Hof zu Hof gezogen und überall stand er vor verrammelten Türen, weil in jedem Hof natürlich die Ahnen, die eigenen Ahnen gefeiert wurden. Insgesamt bei 6 Höfen ist er abgewiesen worden und daraus ist seine Verbitterung zu verstehen. Selbst bei dem Gastfreiesten, der sonst jedem Gäste gibt, der wurde nicht zugelassen. Aber nicht, weil Odin zürnte. Ich muss der Gerechtigkeit allerdings sagen, das steht nicht bei Grönbeck, auf den er sich als Quelle belegt. Aber wenn man in die Original Heims Kringler hineingeht, dann steht dort, dass also Jarl Sigvald in seiner Strophe behauptet, irgendjemand hätte gesagt, Odin zürnt uns, wenn also das war. Aber es steht weiterhin in dieser als Anmerkung zu dieser Quelle, dass dieser Jarl Sigvald das so ein bisschen spaßig übertrieben hat, seine ganzen Geschichten, und dass seine Worte dann nicht auf, was da angeblich gesagt worden ist, nicht auf die Goldwaage gelegt werden kann, weil er vom König natürlich als besonders toll erscheinen wollte. Die Tatsache bleibt nur, er musste draußen bleiben. Aber nicht als Christ musste er draußen bleiben, sondern er musste draußen bleiben, weil er nicht verwandt war. Das ist der Grund und weil hier ein Verwandtenopfer gemacht wurde. Gerd Hess aber leitet daraus ab, obwohl er eben Grönbech kennt. Er kennt Grönbech und Grönbech sagt eindeutig, das liegt nicht daran, dass er Christ war oder sonst etwas, sondern liegt daran, dass hier eben ein Ahnenopfer gefeiert wurde und da waren keine Fremden zugelassen. Gibt es als Beweis dafür, wie heidnisch die Leute gewesen sind und dass sie also mit diesen bösen Christen nichts zu tun hatten wollten und, wie das Heidentum dort überlebt hat und ähnliche Geschichten also auch. Und dass dort eben Fremde, Nicht-Heiden eben nichts zu suchen hätten. Das heißt, er gibt der Stelle eine völlig andere Bedeutung, als sie hat. Sie wird von ihm von einem Ahnenopfer zu einem Asenopfer umgefälscht. Man hätte schon misstrauisch sein müssen, weil er da wörtlich, er zitiert ja wörtlich in Anführungsstrichen, sagt, die Hausfrau hätte von Wotan geredet. Bekanntlich hieß dieser Gott ja in Skandinavien Odin. Also wie eine schwedische Hausfrau also von Wotan reden kann, weiß ich nicht. Die hätte also von Odin geredet. Also da hätte man schon misstrauisch sein können. Nur wenn ich jetzt wörtlich zitiere, dann muss es eben auch wörtlich stimmen. Und wenn es wörtlich nicht stimmt, dann geht das eben nicht. Dann ist das Fälschung. Ich kann mich nicht auf eine Quelle berufen und wörtlich etwas daraus zitieren und dann steht das in der Quelle gar nicht drin. Und das bricht halt den Stab über Odin Wissot, ein paar andere Sachen auch noch, wo eben nicht korrekt gearbeitet worden ist und wo man eben den Schluss nur ziehen kann, dass hier, um die eigene These zu beweisen, letztendlich die Wahrheit so ein bisschen zurechtgebogen wurde. Man kann, jeder, der also hier wirklich Grönbeck gelesen hat, kann daraus nur den Schluss ziehen, das ist ein Ahnenopfer gewesen, das da geheiratet wurde. Und wenn er das zu einem Asenopfer zugunsten von Wotin umfälscht, weil nach seiner Meinung eben da die Asenrune war auf diesem Termin, dann, und deswegen muss da ein Asenopfer stattgefunden haben, obwohl er also, wie gesagt, ganz eindeutig von Alferblut die Rese ist. Aber dann wird das zusammengemischt, Asa-Alferblut, dann ist das also falsch. Ein anderer Punkt auch, wo er was zusammenmengt, Isrune.
Die Is-Rune ist also eine der Runen, die also nur eine einzige Bedeutung in allen Runenalphabeten hat. Ja, in allen Runenalphabeten hat, nämlich Eis. Nun liegt diese Rune, wenn man sie auf den Jahreslauf, so wie er legt, dann liegt die mitten im Sommer. Und da ist also Eis, selbst also in Norwegen oder Island, also höchst selten, vielleicht noch auf irgendeiner Gletscherspitze zu finden, aber es ist jedenfalls nicht typisch für den Sommer, auch in Skandinavien nicht. Da sind andere Dinge typisch, aber nur nicht Eis. Was macht er? Er gibt der Rune eine zweite Bedeutung, sie heißt jetzt also auch Eisen. Das klingt zwar so ähnlich, man hängt einfach nur EN dran, aber korrekt ist das natürlich nicht. Es gibt nirgendwo eine Überlieferung, dass die Is-Rune etwa Eisenrune geheißen hätte. Jede Rune hat zwar, manche haben in unterschiedlichen Alphabeten unterschiedliche Namen, aber in einem Rechtskreis, in Norwegen beispielsweise, hieß die Rune nur so und nicht anders. Die TH-Rune beispielsweise, die hieß ganz eindeutig in Island. Tours-Rune, im Angelsächsischen klang das zu sehr schon an das Heidentum und deswegen hat man die Tours-Rune dann umgeändert in eine Dorn-Rune, da wurde also dann Dorn gesagt, aber es hieß dann eben auch nur Dorn. Und nichts anderes, nicht Dorn und Strauch vielleicht oder irgendwie so etwas. Sondern in jeweils einem Alphabet gibt es nur eine einzige Bedeutung für die Rune, sodass es also nicht Eis oder Eisen irgendwo gibt. In keinem Runenalphabet hat jemals die Rune Is die Bedeutung Eisen gehabt. Und das musste er aber machen, weil damit seine gesamte These zusammengefallen wäre. Ich kann eine Eisrune nicht auf Midsommar legen. Die Runen haben, wie gesagt, mit dem Jahreslauf nichts zu tun, aber wenn er das beweisen will, muss er das machen. Das ist leider bei anderen Runenforschern auch so. Thor Varde beispielsweise ist der Auffassung gewesen, der war ein großer Anhänger von Thor, hatte den Thorshammer um und sagte, Thor kommt in den Runen ja nicht vor. Das darf doch nicht sein. Also bedeutet die TH-Rune Thor und alles andere ist falsche Überlieferung. So, so kann man es natürlich auch machen. Ich habe den Geistesblitz. Thor muss rein im Fußsack, er ist im Fußsack nicht drin. Das Einzige, was auf ihn passt von den Anfangsbuchstaben, ist TH. Also kommt der Thorse weg und Thor rein. Und dann mit ein paar Anfangen kann ich ja immer machen. Das ist eine Verkahlung von Thor und Thor hat ja die Thorsen bekämpft und weiß der Teufel was nicht alles. Aber die T-Rune hat eine negative Bedeutung in den Runenalphabeten und dann hätte Thor ja auch eine negative Bedeutung. Also totaler Blödsinn. Aber es ist so, aus der eigenen vorgegebenen Sache sind manche Menschen leider nicht bereit, dann die Konsequenzen zu ziehen und wenn da irgendwas nicht reinpasst, dann die Sache so stehen zu lassen, sondern dann wird hingebogen. Und das hat leider Gerhard Hess auch gemacht. Gut. Ich will nur ganz kurz, wir müssen ja zum Ende kommen, auf zwei Punkte noch eingehen. Die Tag- und Nachtgleichen. Die Tag- und Nachtgleichen haben bei den Indogermanen eine Rolle gespielt, die direkten Zeitpunkte der Tag- und Nachtgleichen. Und die Indogermanen haben sich zwar verschmolzen mit den Megalithikern, aber letztendlich waren sie doch diejenigen, die dann mehr die Herrschenden gewesen sind. Sie haben also praktisch durchgesetzt, dass also auch an ihren einstmaligen hohen Festen zumindest kleine Feste gewesen sind. Das heißt, direkt zur Tag- und Nachtgleiche im Frühjahr und direkt zur Tag- und Nachtgleiche im Herbst hat es also auch Feiern gegeben. Allerdings nur örtliche Feiern, keine großen Feiern. Und dann diese Feiern sind Feiern des kleinen Kreises gewesen. Im Sommer fand dort das Sommergewinnspiel statt. Man ist herumgezogen, eine Partei war verkleidet in Grün, die andere Partei war verkleidet in Stroh. Beide Parteien haben miteinander gekämpft, auch mit Schwertern gekämpft. Es wurde vielleicht auch ein Schwertanz aufgeführt. Und dann hat natürlich der Sommer gewonnen. Und es gab das Herumziehen mit Sommerstecken in Schlesien noch überlebt, was am Sonntag Letara, also in der Fastenzeit, ungefähr in dieser Zeit herum, um den Tag- und Nachtgleiche herum, die heißen Sommerstecken auch, also auch da noch sogar die alte Bedeutung des Sommerbeginns, der ja sonst bei uns schon längst seit Jahrhunderten weg ist, durch Frühlingsbeginn ersetzt wurde. Aber die Sommerstecken wurden dort herumgetragen und es fand dieses Sommergewinnspiel statt. Direkt zur Tag- und Nachtgleiche im Herbst dürften einige der Dinge gelegen haben, die wir heute noch als Kinderspiel haben, nämlich das Laternelaufen mit ausgehöhlten Rüben, Runkelrüben und ähnlichen Dingen, wo man dann also damit etwas gemacht hat. Einiges in den Kinderspielen macht er also auch noch weiter gelebt haben. Es gab dann noch manche Sonderfeste, die nicht für das gesamte Germanentum Bedeutung hatten, beispielsweise das Diesting in Uppsala, das fand statt am ersten Vollmond, der nach dem ersten Neumond war, nach den 12 heiligen Nächten. So, also ein bisschen schwierig, ich sage es mal ein bisschen einfacher. 12 heilige Nächte, wenn man jetzt astronomisch richtig geht, waren die um den 1.1. zu Ende. Wenn wir also jetzt von der Thomasnacht anfangen, von da aus noch 14, da kann frühestens also Neumond gewesen sein. Wenn jetzt also auf dem 2. meinetwegen Neumond war, dann von 14 Tage später, also am 16.1. fand dann das Diesting in Uppsala statt. Ein Vollmondfest, was eine große Bedeutung hatte, alle 9 Jahre gefeiert wurde und wo das ganz Schweden zusammenkam. Wenn das aber nun später war, dann konnte eben also der Vollmond auch noch weiter zurückliegen. Das war der früheste Zeitpunkt des Vollmonds. Der späteste Zeitpunkt des Vollmonds konnte eben noch länger liegen. Sodass es also auf einem beweglichen Zeitpunkt war, entweder Mitte
Januar, ab Mitte Januar bis etwa Mitte Februar, im Durchschnitt kann man dann sagen, Anfang Februar. Und da haben wir noch so Dinge wie Biekebrennen und ähnliche Geschichten auch in unserem Bereich. Aber das war kein großes Gesamtfest. Es war ein Opfer zu Ehren der Diesen. Die Diesen hängen wiederum mit den Elben zusammen. Das sind Ahnen. Beim Biekebrennen war es kein großes Fest. Also hier, sagen wir mal die... Das Diesting war ein großes Fest. Das war das größte Fest überhaupt. Aber in Deutschland war es kein großes Fest. In Deutschland haben wir also nur dieses Biekebrennen um diesen Zeitraum. Da kommen die zusammen in Ostfriesland ja noch und in Nordfriesland brennen da so ein bisschen ab. Und da beginnt dann die Fahrzeit wieder und ähnliches. Das liegt um diesen Zeitraum herum. In Schweden ist es ein großes Fest gewesen, aber bei uns nicht. Also es hatte mehr so stammesbezogene Bedeutung. Es gibt auch andere Stammes, in Letra gab es also ein Fest und es gibt noch andere stammesbezogene Feste, die aber für uns als gesamtgermanisch Eingestellte eigentlich keine große Bedeutung haben, die sicherlich auch mit dem Kult zusammenhängen, aber die sicherlich keine einzelne Bedeutung gehabt haben. Wir kommen also dazu, wir haben insgesamt 6 Feste, davon 3 große Feste, nämlich Ostern, nämlich Herbstfest und Jule. Und 3 kleine Feste, nämlich Mitsommer, Tag und Nacht gleiche im Frühjahr und Tag und Nacht gleiche im Herbst. Das sind die germanischen Festzeiten. Und wer das zu 8 aufpeppelt oder zu 24 oder zu 48 oder zu 96 oder zu 365, der macht eine eigene Religionsgemeinschaft aufmachen. Das kann er ja gerne tun. Aber er macht nicht sagen, dass das Germanentum, heidnisches Germanentum gewesen sei, dass er also aus uralten Quellenschöpfungen nun etwas restauriert hat, was es also früher gegeben habe. Es steht jedem frei, so viele Feste zu feiern, wie er will. Steht jedem frei, auch meinetwegen Feste mit Runen zu feiern. Auch das kann er machen. Nur er soll sie nicht hinstellen und soll sagen, das ist altgermanisch oder das ist heidnisch oder das hat es früher bei unseren Vorfahren gegeben. Das kann sich jemand hinstellen und sagen, Odin hat mir etwas eingeblasen. Und das bedeutet, dass diese 24 Runen jetzt mit dem gesamten Jahreslauf zu tun haben und damit also jetzt parallelisiert werden müssen und dass 24 Feste zu Ehren jeder Rune ein Fest gefeiert zu werden hat. Wenn jemand diese Eingebung hat, soll er das doch machen. Ich kann ihm die Eingebung gar nicht widerlegen. Was ich ihm widerlegen kann, ist, dass das in altheidnischer Zeit so gewesen sei. Aber wer sagt mir nicht, dass jetzt Odin heute oder Wotan ihm heute dieses eingeblasen hat? Nur, er kann ihm nicht eingeblasen haben, dass es so zu germanischer Zeit gewesen ist. Dann würde Odin ihn nämlich angeschwindelt haben. Und das wollen wir von ihm noch nicht annehmen. Also, kurz und gut, in der Artgemeinschaft wird es bei den germanischen Festzeiten bleiben. Und das sind diese, die hier sind. Jedem ist freigestellt, natürlich auch in der Artgemeinschaft sonst wie zu feiern. Man kann also beispielsweise durchaus am 30. April feiern, Walpurgisnacht tanzt in den Mai oder was auch immer. Man soll sich aber nicht hinstellen und soll sagen, dass das ist ein germanisches Fest, sondern man soll es so begründen, dass es sagt, wir können mit unserer Gemeinschaft hier zusammenkommen. Warum? Nächster Tag ist frei und wenn man ein bisschen zu viel Met trinkt und einen dicken Kopf hat, dann macht das nichts, weil man nächsten Tag ausschlafen kann. So. Aber man soll nicht hinstellen und sagen, wir haben hier ein uraltes germanisches Fest wieder aufleben lassen. Das ist es nicht. Zusammenkommen also gerne, feiern gerne, aber nicht so tun, als ob es ein germanisches Fest wäre, wenn es nicht ein germanisches Fest gewesen ist. Wenn es also nicht genau auf dem Termin gelegen ist. Denn Feste können nur dann ihre Kraft entfalten. Und sie sollten ja Kraft geben der Feiergemeinde. Das war ja der Sinn der Feste. Sie sollten zusammenschließen, wenn sie ehrlich und echt sind. Und das sind sie eben dann nicht, wenn sie eben nur einfach ausgedacht sind, wenn sie einem erklügelten System folgen sollen, wie es also hier der Fall ist. Genauso werde ich mich dagegen wehren, dass andere Dinge aus dem Keltentum hier reinkommen. Es kommen nicht die keltischen Feste rein in die Artgemeinschaft und es kommt auch nicht das rein, was die Kelten auszeichnet, anders als die Germanen. Die Druiden, die hatten eine so starke Stellung im Keltentum, dass der König in einer Versammlung nur reden durfte, wenn der Druide es ihm gestattet hat. Das hätte sich ein germanischer König von einem Goden nie bieten lassen. Wir wissen ziemlich genau, welche Befugnisse die Goden hatten. Die hatten bestimmte Feiergestaltungsvorstellungen, das hatten sie schon, aber sie hatten keinen direkten Draht zum Göttlichen und sie spielten keine außerordentlich große Bedeutung. Sie waren Bezirkshauptleute mit etwas kultischer Bedeutung, kann man sagen. Das war der Hintergrund. Es gab keine Godenprüfung, es gab keine Godenschulen und, und. Man konnte das sogar erben, das Godort. Wenn man 12 Jahre alt geworden war, der Vater war gestorben, dann erbte man das von seinem Vater. Also das alles war eine ziemlich weltliche Angelegenheit und hatte nicht so viel mit dem Geheimnis zu tun, was es ist. Die Goden jedenfalls konnten dem germanischen König nicht vorschreiben, wann er reden durfte oder nicht. Und in der Artgemeinschaft wird es jedenfalls, solange ich darauf Einfluss haben kann, auch nie einen Kultleiter, Weihwart geben, Gode oder wie auch immer, der dann dem Leiter vorschreibt oder sagt, wann er zu sprechen hätte, ihm die Einsätze gibt, durchs Fest führt oder was auch immer. Denn daraus entwickelt sich nach 10 oder 15 oder 20 Jahren eigener Priesterstand. Und ein Priesterstand ist immer von übel. Das sind immer Parasiten gewesen, die unter der Vorgabe, sie hätten mit dem Göttlichen einen besseren Draht als der normale Bürger, faul und bequem gelebt haben.
Nicht nur im Christentum, man kann von Darwin lesen, sein Buch über die Priesterreiche. Das ist bei den babylonischen Priestern und bei den Hethitern und bei allen möglichen anderen Völkern genauso gewesen. Wo sich ein Priesterstand ausgebildet hat, waren das Leute, die ein arbeitsloses Einkommen haben wollen. Ist doch herrlich, ist doch, auch heute ist es ja noch so, dass man als Pfaffe ein herrliches Leben hat. Ja? Und das will ich hier vermeiden. Es wird deswegen bei uns keinen Kultleiter geben. Es wird bei uns also auch nicht die Tatsache geben, dass ein Gode sich also hinstellt und sagt, also Jürgen, ich gebe dir deinen Einsatz für deine Feuerrede oder ich gebe dem jetzt den Einsatz oder ich entzünde jetzt hier das Feuer oder ich entzünde jetzt hier das Sonnenrad. So geht das nicht. Das macht der jeweilige Leiter der Gemeinschaft. Und wenn er nicht da ist, macht es der stellvertretende Leiter und dann in der Reihe runter. Aber da wird es keinen Weihwart geben, analog dem christlichen Priester, mit all diesen verhängnisvollen Auswirkungen, die es gibt. Und da sage ich, wehret den Anfängen. Und da bin ich also auch ganz rigoros und bin ich auch ganz böse, muss ich sagen, wenn das irgendwo bei uns eingeschmuggelt werden sollte, in dieser Meinung, dass da irgendwelche Leute meinen, sie hätten eine tiefere Auffassung von der germanischen Religion. Sie wüssten eine ganze Ecke mehr als andere. Und weil sie eine ganze Ecke mehr wüssten, wollen sie das dann vielleicht auch noch geheim halten. Und dieses Geheime, diesen geheimen Zirkel oder sowas, der spielt dann einen Einfluss. Gerd Hesse hat mir einen Vorschlag gemacht, ich sollte einen geheimen Orden innerhalb der Artgemeinschaft gründen. Einen geheimen Orden innerhalb der Artgemeinschaft gründen, weil er selbst offensichtlich nicht in der Lage ist, eine eigene Religionsgemeinschaft vernünftig aufzuziehen, der dann also diese Oding-Religion für die Eingeweihten, dann also hier letztlich, wir sind die Wissenden, so ein kleiner, winziger Kreis, das sind dann die Auserwählten, die Wissenden, da werden dann sicherlich irgendwann auch Grade verteilt, erst dann der Obergrad und dann vielleicht bis 33. Grad hoch oder so. Wir sind die eingeweihten Wissenden, wie das bei Orden immer so der Fall ist, und das andere ist das dumme Volk. Ne? Also so ein normales Mitglied, das weiß nichts. Wir können vielleicht den einen oder anderen mal auswählen und in unsere Odin-Geheimnisse einweihen, aber insgesamt gesehen hat er natürlich an den höheren Weihen keinen Einfluss. Ich habe das strikt abgelehnt. Ich habe ihm vorgeschlagen, wenn er sich ehrlich mit Runen befassen muss, dann soll er einen Arbeitskreis für Runenkunde gründen, wo aber nicht nur sein Odin-Wissen-Grundlage ist, sondern etliche andere Runenbücher auch und wo man sich gemeinsam erarbeitet, was mit den Runen ist. Darauf ist er nicht eingegangen. Ich sage, den würde ich auch unterstützen und würde unseren Gefährten empfehlen, da also durchaus mal mitzumachen oder hinzugehen. Das wollte er nicht. Und dann habe ich ihm gesagt, dann müssen Sie also entweder eine eigene Zeitung machen oder das. Ich werde von ihm weiterhin, wenn Aufsatz gut ist, und den segne ich ja, weil ich die Schriftleitung mache, Aufsätze von ihm übernehmen. Ich werde weiterhin, so wie ich das bisher schon gemacht habe, Dinge streichen, die ich für falsch halte in seinen Aufsätzen. Auch das mache ich, wenn ihm das nicht passt und er will es ganz haben, dann kann er bei uns eben nicht mehr veröffentlichen. Ich werde weiterhin, wie bisher, auch etliche Aufsätze von ihm ablehnen, weil sie nach meiner Meinung nicht richtig sind. Also das, da bin ich frei. Ich will hier also keine Gegnerschaft zu Hess aufrichten. Aber was es nicht geben wird innerhalb der Artgemeinschaft, ist eine Propagierung der Oding-Religion, weil es diese nämlich nicht gegeben hat. Oder wenn, dann nur als Neuschöpfung von Hess. Und dann soll man bitte von Hess eine eigene Religionsgemeinschaft, die Oding-Religionsgemeinschaft, aufziehen, wo dann jeder, der meint, das sei so bedeutsam und er müsse in die geheimen Weisheiten dieses Oding eingeweiht werden, sich finden kann und das dort praktizieren kann. Ich muss das mal so klar sagen, um Fehlentwicklungen innerhalb der Artgemeinschaft zu steuern und um zu vermeiden, dass die Artgemeinschaft kaputt gemacht wird, denn das ist die Gefahr einer solchen Entwicklung. In jedem Fall, wo ich anfange, mit Geheimgesellschaften innerhalb eines Clubs zu machen, wo einige Mitglieder dann ausgegrenzt werden als diejenigen, die dann nicht so viel wissen und eigentlich die Dümmeren sind und diejenigen, auf die man so ein bisschen hochnäsig herabsehen kann, da tötet das die gesamte Gemeinschaft. Und wenn man hier bei uns solche Ansätze sieht, dann sollte man sie tun, nichts bekämpfen. Ich sage das jetzt so. Gut, damit komme ich zum Schluss meiner Ausführungen.